fährt Autos in die ganze Republik. Immer gegen die Uhr, unter der Woche getrennt von Frau und Kindern. Aus den Kapitänen der Landstraße wurden die Gehetzten der Autobahn. Kai träumt vom Familienleben, aber er liebt auch seinen LKW. Also jetzt mal ohne Blödsinn und Quatsch. Das ist ja so ein LKW kennt ja mehr persönliche Momente von mir selber, wie meine Familie oder meine Frau oder irgendwelche Bekannten. Wa? Ich verbringe da über jeden Tag 15 Stunden und dann schlafe ich nochmal 9 Stunden da drin. Also manche Sachen hätte der auch ja nicht sehen wollen, glaube ich, aber wir haben schon ein persönliches Verhältnis. Der wird auch montags über Armaturmut gestreichelt und Freitag, wenn ich ihn hinstelle zum Wochenende, wird er nochmal gestreichelt. 2,5 Millionen LKW sind in Deutschland zugelassen. Nochmal so viele kommen aus dem Ausland. LKW verstopfen Rastplätze, nerven PKW-Fahrer auf der Autobahn. Wir brauchen sie und wir verfluchen sie. Zeit, die Fahrer richtig kennenzulernen. Kein guter Montag für Kai. Er muss seinen geliebten Untersatz in der Spedition stehen lassen. Die Bremsen werden neu belegt. Kai steigt um auf den Transporter eines Kollegen. Seine persönlichen Sachen nimmt er mit. Ohne die geht gar nichts. So. Was überhaupt nicht vergessen werden darf, sind die Kuscheltiere. Eine Tochter, zweite Tochter, Frau. Die müssen immer dabei sein, sonst krieg ich Ärger. So hat man wenigstens ein bisschen immer, naja, ich würde gar nicht gefühlt, dass die dabei sind, aber man denkt eben dran. Spätestens beim Ab- und Anräumen vom Bett. Kais Touren beginnen oder enden fast immer hier. Bremerhaven ist der größte Autoumschlagplatz Europas. Mehr als 2 Millionen Pkw werden hier jährlich verschifft oder angelandet. Kai kennt sich aus mit den edlen und den einfachen Karossen. Egal, ob sie links oder rechts gelenkt werden, ob sie Sechsganggetriebe oder Automatik haben. Kai ist bekannt für seine Ladekünste. Aber er muss verdammt aufpassen. Sonst kann es teuer werden. Also ganz schlimm sind die Automatikmodelle, weil wenn die Automatik kalt ist, dann reagiert die nicht so, als wenn die jetzt normal warm ist. Also die läuft nicht fließend, sondern die hat schon mal so ein Luftloch. Und dann kann passieren, wenn du am Fahren bist, musst anhalten, trittst auf Gas, kommt erst gar nichts und dann kommst du richtig. Da muss natürlich im richtigen Moment auch mit dem Fuß auf der Bremse sein. Ne? Immer ein bisschen heikel, aber... Wenn das schief geht, wer zahlt? Versicherung. Immer wieder montags gibt er Gummi. Heute etwas mehr, weil er schon im Verzug ist und weil diese Woche eine ganz besondere ist. Ja, in der Woche ist eigentlich das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Das ist ja eigentlich schön, aber Freitag ist ja nun die Hochzeit von mir und meiner Frau. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir das halt ein bisschen hinbiegen. Wir sind ziemlich spät in Bremerhaven weggekommen. Ja, nun müssen wir natürlich, oder beziehungsweise muss ich ein bisschen krachen lassen, da hätte ich doch Freitag pünktlich nach Hause schaffen. Ansonsten, glaube ich, habe ich ein ganz schönes Problem mit meiner zukünftigen Frau und kann das gleich wieder abblasen. Also gegen die Uhr wie immer, aber verschärft mit einem Hochzeitstermin im Nacken. Und dann geht der Ärger los. Nichts mehr mit fließendem Verkehr, jetzt stockt es. Dann Blaulicht und Sirenen, es hat wieder mal gekracht. Später erfährt er aus dem Radio, dass es ein Auffahrunfall war. Mit Toten. Kai ist trotz seiner 20 Jahre auf dem Bock kein abgebrühter Zyniker. Er grübelt über die Ursachen. Nach so einem Unfall schnell zur Tagesordnung zurück, geht nicht für ihn. Die meisten Unfälle passieren nach wie vor durch zu viel Technik im LKW. Wenn du mal so manche Leute beobachtest beim Fahren, da wird am Laptop gespielt oder Handy, ganz große Sache, Smartphone. Da werden Sachen während der Fahrt bestellt und in irgendwelchen Sachen gegoogelt. Das lenkt ab. Ich sag mal, wenn du denn so einen Stau da hast und guckst mal kurz auf Handy, das sind Sekunden, aber dann kann es auch schon passiert sein. Eine Recyclinganlage in der Nähe von Dortmund. Eine Stunde nach Betriebsschluss. Erich Altmüller ist immer in Zeitnot, immer unter Druck. Er ist sogenannter Termintracker. Er bekommt oft erst beim Abladen den neuen Auftrag samt Adresse des nächsten Kunden und Liefertermin. Seine Disponenten wissen nicht, ob es Baustellen und Unfälle gibt. Er muss darauf hoffen, dass jemand Erbarmen mit ihm hat und, wie jetzt, auch nach Betriebsschluss noch ablädt. Sonst muss er vor der Einfahrt übernachten und verliert Zeit. So. Der Hochstapler wartet schon. Komm, komm. Willst Feierabend machen, ne? Aber schön, dass du noch ablädst. Ich bedanke mich bei dir. Ich hatte heute Morgen wie lange im Stau gestanden. Dann habe ich in Bekum fast 2 Stunden gestanden. Seine Ladung riecht beißend und vergoren. Mehr als 20 Tonnen leere Saft- und Softdrinkflaschen sind es diesmal. Erich freut sich über den hilfsbereiten Lagerarbeiter. Er liegt auch so schon hinter seinem Plan.
Erich fährt hauptsächlich Druckpapier. Sein nächster Job, blütenweißes Papier aufladen in Hagen. Bis dahin muss er noch richtig schrubben. Das muss ich jetzt alles sauber machen, weil Papierrolle, die werden ja bedruckt, ne? Das muss absolut sauber sein. Laut Plan sollte er die Papierrollen aus Hagen bereits auf dem LKW haben. Das schafft er heute nicht mehr. Dort ist längst Feierabend. Dafür darf er in der Recyclingfirma duschen. Keine Selbstverständlichkeit. Schön, ne? Das ist sauber, appetitlich, sagen wir mal. Ne? Sind viele Fahrer selbst dran schuld. Ne? Weil wenn ich was sauber antreffe, und dann verlasse ich das auch sauber. Und wenn das stimmt, dann stimmt es auch mit den Firmen. Die Leute gestatten das dann. Nach 12 Stunden Autobahn hinter dem Steuer seines 40-Tonners und mehreren B- und Entladungen freut er sich auf die Erfrischung unter der Dusche. Diesen Genuss bekommt er höchstens einmal die Woche. Erich will morgen früh der Erste an der Rampe sein. Also heute Abend noch ab Richtung Hagen. Seine Verspätungen resultieren meist aus Fehlern von anderen. Unfälle, Staus, Chaos in Industrielagern kosten ihm nur zu oft das ganze Wochenende. Das muss er dann allein absetzen. Irgendwo im Nirgendwo. Und das mit 64 Jahren. Ich kann mich da nie mit abfinden, dass meine Familie notleiden muss, nur weil irgendein Lagerist oder irgendeine Firma die Ware nicht fertig hat. Oder die Ware verweigert. Oder ein Unfall ist. Oder irgendwas durch äußere Einflüsse, für die ich nichts kann. Und dann muss ich Freitag nachmittags meine Frau anrufen und muss sagen, hör mal, blas die Familienfeier am Wochenende ab, ich komme nicht nach Hause. Wie auf Bestellung, das nächste Hindernis. Ja, da liegt was mit auf der Fahrbahn. Das fehlt jetzt gerade noch. Das sind so die unvorhergesehenen Dinge. Das nervt einfach. Die Fetzen eines geplatzten LKW-Reifens verstreut, quer über alle Spuren. Und wenn dann sowas freitags passiert und die Zeit ist schon fast am Limit, dann heißt es Wochenende irgendwo auf einem Parkplatz. Und weil er jetzt eh keinen freien Rastplatz mehr findet, fährt er auf einen Autohof. Das macht er selten, weil er dafür bezahlen muss. Mir ist das eigentlich viel zu teuer, die Parkerei. Das sind manchmal bis zu 10 Euro für die Nacht. Die Lenkzeit ist abgelaufen. 14 Stunden am Steuer, seit 18 Stunden auf den Beinen. Und morgen wartet wieder ein langer, harter Tag auf ihn. Hagen, Bielefeld und dann wahrscheinlich noch nach Belgien. Fahr mal vor. Wenn die einen in die Koje gehen, dann legen die richtigen Kolosse los. Schwerlaster transportieren übergewichtige und sperrige Güter, oft haarscharf und millimetergenau. Immer mit Begleitern, die von hinten wachen. Eine Kunst, diese Kolosse zu manövrieren. Alter, leck mir doch mal. Hardy Faber hat sich aus der Parkbucht gequält. Da meldet sich schon das nächste Problem. Thomas, hängt bei mir irgendwo eine Bremse oder so? Siehst du irgendwie einen Reifen? Oder schwarze Striche? Nee, weil ich auf Wunsch schon mal was gerochen habe, das war wahrscheinlich die Bremse gewesen. Aber keine Striche, nichts mehr. Gar nichts. Kannst du mal ein Stück links fahren? Ja, fahr mal links. Nee, ist gar nichts, alles gut. Weil ich habe hier massiven Druckluftverlust, hier ist. Hardy hat Glück, die Anzeige ist defekt, nicht die Bremse. Eine Stunde später wird er aber jäh gestoppt. In einer engen Autobahnbaustelle ist einem Kollegen der Reifen geplatzt. Die normalen LKW kommen vorbei, aber nicht Hardy mit seiner Überbreite von 3,60 Meter. Geduldsprobe. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, wenn es jetzt mal so ist. Ist es so. Dann warten wir die Sache ab und dann ist gut. Hardy leicht genervt im Wartemodus. Dem LKW vor ihm hat es den geplatzten Reifen um die Achse gewickelt. Ein Servicemann ist gekommen. Aber auch der braucht Stunden, um das Gefährt wieder gängig zu kriegen. Hardy wird unruhig. Wenn ich stehen bleiben würde oder so, anders ich ein Problem habe mit einem Reifen, okay, ihr könnt mir selber helfen. Das würde nicht so lange dauern wie bei den Kollegen da vorne. Auch 2 Stunden später sind die Reifenreste noch nicht von der Felge. Eine Stunde fahren, 2,5 stehen. Hardy kennt das. Er fährt seit 20 Jahren durch die Nacht. Über das Wort Biorhythmus kann er nur lachen. Seine Familie sieht er zu selten, aber er will keinen anderen Job.
Die Arbeit macht schon Spaß und ist auch interessant. Aber das ist eben halt nicht jedermanns Sache. Könnte auch nicht sein. Zum Beispiel, ihr könnt auch nicht den ganzen Tag in der Backstube stehen. Oder ihr könnt auch nicht den ganzen Tag an der Pfeilbank stehen oder an der Drehmaschine stehen. Könnt ihr nicht. Jeder soll das machen, für was er eben halt Interesse hat. Das sollte eben halt wichtig sein. Nein, Hardy braucht das Gefühl, raus und weg zu sein. Irgendwo unterwegs, immer auf Achse. Monotonie auf der Autobahn. In solchen Momenten hat sich Kai, der Autotransporter, früher immer den Kopf zermartert. Er, der nie lange zu Hause ist, leidet unter Eifersucht. Sein ständiges Misstrauen hat ihn verzweifeln lassen an seinen Ehen und Beziehungen. Mit Cindy, seiner zukünftigen Frau, will er vieles anders machen. Ich bin schon eifersüchtig. Ich mache das aber nicht mehr so wie früher. Ich zeige das nicht mehr. Weil irgendwann habe ich mal gelernt, wenn du das zeigst und du gehst auf das Thema immer wieder ein. Du kannst es ja sowieso nicht ändern. Wenn jemand was machen will, macht das ja eh. So, das ist ja schon mal Fakt. Aber ich bin schon eifersüchtig und ich habe auch schon Angst, sie zu verlieren. Ja, keine Frage. Achtung, Gefahrenstelle! Dann Überraschung. Die Baustelle redet mit ihm. Achtung, Gefahrenstelle! Über seine Funkfrequenz. Schilder. Die Schilder reden mit euch? Wie? Ja, da wird von den Schildern gesendet. Das ist einfach nur, da sind wir wieder bei der Übermüdung. Falls da irgendjemand übermüdet an die Pflaster kommt und die Ohren zu hat, weil dann wird er durch den grellen Geräusch eventuell noch mal geweckt, dass er da hinten hier auffährt. Tracker knallen ungebremst ins Stauende. Eine der häufigsten Unfallursachen, Sekundenschlaf. So ein virtueller Gefahrenweckdienst wäre auch hier nicht schlecht, meint Kai. Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Das davon aus. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. So, nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt heute. 20 Kilometer Stau sind es inzwischen. Das geht an die Nerven. Erich ist schon seit 4 Uhr unterwegs. Er hat in Bielefeld abgeladen und den ersten Stau hinter sich. Eine Stunde zusätzlicher Zeitverlust. Nächste Station Ostende in Belgien. 16 Uhr abladen, sonst verliert er einen halben Tag. Ich brauche das. Ich brauch das Kribbeln. Das muss immer knapp sein bei mir. Muss immer auf den letzten Drücker sein. Jetzt ist es natürlich, jeder Stau ist auch Stress. Ne? Mit der Kleine jetzt Blinker raus, bums ist er vor mir. Der nächste kommt gleich wieder. Achtung, bumm. Der bremst jetzt, bumm. Kleine Unachtsamkeit, fahr ich mich nicht drauf. Und dann kriegt er sein Nervenkribbeln. Zäh fließender Verkehr, Unfall mit einem Motorrad und einem Kleintransporter. Erich sitzt seit über 40 Jahren hinter dem Lenkrad. Er ist weise geworden. Das Schlimme ist ja, wenn du so im Zeitdruck bist, ne? Dann hast du ja das subjektive Empfinden, dass alles gegen dich ist. Ne? Da ist die Ampel ist doppelt so lang rot wie normal. Oder es gehen die Schranke zu, oder es fährt einer vor dir her, der macht langsam, der macht aber nicht langsam. Du hast nur das Empfinden. Dann lässt der Autobahnpsychologe Erich die Widrigkeiten der deutschen Straßen hinter sich. 3 Stunden Verspätung sind aufgelaufen. Er hat Angst, beim Kunden im belgischen Ostende erst nach Betriebsschluss anzukommen und nicht mehr abladen zu können. Dann, 2 Stunden später, ein echter Stresstest. Erich, der erfahrene Tracker, ratlos. Seine beiden Navigationsgeräte bringen ihn vor Ostende an den Rand des Wahnsinns. Jetzt soll ich wenden. Ich spreche zusammen, du. Ich hasse diese verfluchte Navi. Jetzt guck dir das an. Jetzt fahren wir wieder zum nächsten Kreisverkehr. Jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Was sagt denn das eigentlich? Das eine sagt links, das andere rechts abbiegen. Okay, jetzt höre ich auf den. Erich hat sich entschieden für den Mann mit der tiefen Stimme. Halt's Maul! Erich glaubt jetzt an gar nichts mehr. Jetzt sucht er menschliche Hilfe. Doch auch die Freunde und Helfer wissen diesmal nichts Genaues. Erich ist genervt. Die Zeit läuft ihm wieder weg. Er muss auf die Navis hören. Aber die streiten noch. Der sagt jetzt rechts ab und der sagt links ab. Das muss aber hier in der Nähe sein. Das. Jetzt soll er rechts abbiegen. Halt die Klappe, wo soll ich denn da hin? Erich fährt einfach weiter, voller hilfloser Wut. Da immer ist die Firma. Die Grüne. Mein LKW größer wie die ganze Firma. Am Ende gewinnt er den Kampf gegen die Navis. Mit 3 Stunden Verspätung. Doch zu seiner Freude taucht noch ein junger Lagerist auf und lädt die Druckpapiere ab. Die Anspannung durch den ganzen Mist jetzt hier. Das Navi hat mich ja auch wieder verkehrt geschickt. Ne?
und der Druck und der ganze, es ist jetzt alles weg. Ich werde leer, ne? Zwischen Bamberg und Erlangen geht nichts mehr. Seit Stunden. Kai ist nicht eben zart beseitet, aber heute deprimiert ihn sein Job. Über den Verkehrsfunk hat er mitbekommen, dass die Stauursache wieder ein LKW-Unfall ist. Der Verkehr nimmt zu und damit auch die Unfälle. Eindeutige Angelegenheit. Vor allen Dingen, wie gesagt, wir haben immer mehr aus dem Ausland, die kaum auf Abstände und alles achten. Alkohol wird immer mehr zum Faktor. Normal ist es vorprogrammiert. Das sind wieder so eine Tage, wo ich sage, ich könnte die ganzen Mist schon wieder an den Nagel hängen. Dann weiter. Stop and go. Solch ein Riesenstau löst sich nur schwer auf. Kleine Unachtsamkeiten führen zu Auffahrunfällen, also wieder warten. Pannen häufen sich. Hier ist der Motor heiß gelaufen. Der Kleinwagen bockt. Können Sie rüberschieben? Helfen ist für Kai eine Selbstverständlichkeit. Die Rentner aus Thüringen stehen seit Stunden im Stau. Und jetzt, wo es endlich weitergeht, springt ihr Auto nicht mehr an. Und los, vorbei. Jetzt, wo er vorbei ist, springt er nicht mehr an. Nicht bremsen! Hinter ihm hat sich schon wieder Unmut angestaut. Aber Kai ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Zum Glück ist er eher ein Gemütsmensch. Jetzt drehen sie alle durch. Ganz schnelle suchen sich einen Weg zwischen Leitplanke und LKW. Ja, wenn es dann kommt, du kommst dicke. Aber so können wir helfen und die Bahn ist frei. Kai, der Helfer in der Not, braucht jetzt selber Hilfe. Das war zu viel Einsatz für sein Asthma. Auf dem Gelände der Überseewerft in Bremerhaven. Hardy, der Schwertransportfahrer, hat nur 5 Stunden geschlafen. Die ganze Nacht war Betrieb. Jetzt muss er den Bagger abladen. Der Aufleger klemmt, ist schwer abzukoppeln. Ah, geht es. Wenn nicht knallt, dann geht das nicht. Ah, geht doch. Thomas, sein Begleiter, hilft ihm. Aber er ist Hardy nicht schnell genug. Alter, hat 2 Sekunden verloren, Junge. Der nächste Termin sitzt ihm im Nacken. Hardy ist gehetzt. So, die Schritte sind immer dieselben. Alles, was übersteht, weg. Absetzen, vorfahren, runterklappern, wieder zusammenbauen, Unterschrift, Abfahrt. Das ist mal dasselbe. Hört sich einfach an. Ist es aber nicht. Fast jede Maschine ist anders. So, jetzt werden wir erstmal das Gerät erstmal ein bisschen Strom geben. Manchmal sucht man wie ein Irrer, wo der Hauptschalter ist. Aber langsam kennt man die ganzen Maschinen. Was hältst du zu Teil fahren? Das ist einfach, mit den Jahren kommt das und da lernst du das eben halt. Dann wirst du mal in kaltes Wasser geworfen und wirst sagen, wir haben keinen zum Abladen, machst das selber. Geht immer schneller, als wenn du stundenlang auf ihn warten tust, der dir den Ding runterfährt. Alles Hightech, computergesteuert und Hardy muss es ohne Anleitung verstehen. Alles Computertechnik, warten bis das Ding hochgefahren ist. Error! Nein, war ein Scherz. Dann rollt das Monster endlich. Hardy hat alles im Griff. Thomas zeigt ihm den Weg. Jetzt haben sie Spaß. 10 Minuten Auslauf für die ganz großen Jungs. Das war Service am Kunden. Und jetzt aber zackig. Lea darf er auch tagsüber fahren. 70 Kilometer weiter in den Hafen von Bracke. Dort warten sperrige Teile für Windkraftanlagen. Erich konnte zwar abladen, aber nicht weiterfahren. Seine Lenkzeit ist überschritten. Sein halbes Leben fährt er schon in diese Gegend, schläft fast immer im Industriegebiet von Ostende. Das Meer hier hat er noch nie gesehen. Das versöhnt sich. Da wird man versöhnt bei dem Anblick. Wenn man jetzt noch eine Badehose hätte und eine Sonnenbrille. Ins Wasser gehen und baden käme Erich nie in den Sinn. Das gehört einfach nicht in seinen Arbeitsalltag. Ein bisschen scheu und mit gemischten Gefühlen traut er sich unter die Urlauber. Muscheln, das ist was Besonderes für den Tracker. Geschenke von unterwegs, die ich meiner Frau mitbringe, die freuen sich wie ein kleines Kind, wenn ich. Es hat keinen Wert, hat symbolischen Wert, dass ich an sie denke, wenn ich unterwegs bin. Ich werde jetzt langsam sentimental, also das. Man denkt halt immer an seine Leute zu Hause, wenn man so lange weg ist. Und ist schon. Ist schön. Trotzdem ist es hässlich, das Ganze. Wenn man Heimweh hat oder wenn man an die Frau denken muss, an die Kinder und zu Hause. Und jedenfalls wird sich meine Frau freuen. Wenn er es denn tatsächlich schafft, am Wochenende nach Hause zu kommen.
Ja. Kai ist auch heute wieder Stauopfer. Diesmal lagen gleich zwei Lkw stundenlang quer auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg. Kai ist seit 14 Stunden auf der Piste. Er ist müde und braucht dringend einen Parkplatz. Übermüdung und der berüchtigte Sekundenschlaf sind die häufigsten Unfallursachen. Sekundenschlaf habe ich auch schon mal gehabt. Also wer mir da erzählt, dass er das noch nie hatte, der lügt, ohne rot zu werden. Hundertprozentig. Also ich wüsste keinen, dem das noch nicht passiert ist. Zum Glück war es bloß eine Sekunde gewesen. Aber das, ich glaube, das haben wir alle schon gehabt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Also im Zweifelsfall würde ich jetzt schon mal sagen, ganz schlecht. Hier vorne steht schon Schwerlast. Boah, jetzt sieht's aber eng, ey. Ja. Passt du da durch? Wir probieren's. Mehr jetzt stecken bleiben können wir nicht mehr. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Auch der dritte Versuch schlägt fehl. Kai hat schon handfeste Auseinandersetzungen um Parkplätze erlebt. Der eine wollte wohl von hinten rennen, der andere hat von vorne rückwärts reingeschoben. Ja, die sind da richtig in der Schlägerei geraten, deswegen. Also wenn es dann so weit ist, fahre ich lieber weiter, das muss ich auch nicht haben. Aber es ist schon Wahnsinn, wie weit es geht, um einfach bloß eine Schlafstelle zu kriegen, wa? Alter. Kurz darauf der nächste Schock. Kühlzug komplett auf der Seite gelegt. Dieser Unfall des Kühlzugs voller Fisch gibt Kai den Rest. Er beschließt jetzt, doch die 10 Euro für einen privaten Autohof auszugeben. Geiselwind. Der größte Autohof Europas zwischen Nürnberg und Würzburg. Mehr als 600 Lkw passen hier drauf. Aber es gibt Tage, da ist selbst dieser Platz randvoll. Und so einen scheint Kai erwischt zu haben. Er kann es kaum glauben, ist stinksauer. Da er den Platzwart gut kennt, versucht er mit seinem Moped eine Lücke für Kais Truck zu finden. Am Ende bleibt ihm nur die Zufahrt. Aber ihm ist jetzt alles egal. Er ist fertig, hat die Schnauze voll, nicht mal mehr Lust auf ein Schwätzchen mit dem Platzwart, seinem alten Kumpel. So, nach so einem Tag wie heute habe ich noch nicht mal mehr Bock, irgendwie was essen zu gehen oder sonst irgendwas. Für mich ist das Thema heute einfach durch. 3,5 Stunden Stau, die ganze Laderei, denn ach, irgendwie macht mir heute alles so fertig, das ist, weiß ich auch nicht. Essen ist nicht mehr, trinken ich auch nicht mehr. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend, ich bin nur noch in meinem Bett und Schluss für heute. Schlimm für ihn. Er ist jetzt schon einen halben Tag im Verzug, 750 Kilometer entfernt von zu Hause. Es wird ganz eng werden mit dem Termin auf dem Standesamt. Sehen Sie nächsten Sonntag, Kai gibt alles im Rennen um seine Hochzeit. Er hat viele Hürden zu nehmen. Zu dem Stress kommen auch noch quälende Rückenschmerzen. Also im Großen und Ganzen lebe ich eigentlich mit den Schmerzen. In Essen droht dann die ganz große Katastrophe. Ein Fehler in der Logistik. Problem? Ja, jetzt können wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr abladen, weil der Platz hier voll ist. Auch bei Erich nimmt der Druck zu. Er kämpft um sein Wochenende. Das ist die Rechnerei wieder im Kopf, ob das überhaupt hinhaut, ob das passt. Wieder Probleme beim Abladen. Dann bin ich pünktlich hier und dann warten. Er berichtet vom Dieseldiebstählen. Dann brechen die den Tank auf und saugen den Tank leer. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gemerkt. Sein letzter Auftrag stürzt ihn ins Unglück. Hardy gerät in schlechte Gesellschaft. So leben wir. Zusammen mit den Ratten. Der Schwerlasttransporter steht jede Nacht vor neuen Herausforderungen. Diesmal wird es ernst. Ich hab nur mit Kühlwasserverlust. Harte Männer, plötzlich ganz weich. Die sozialen Kontakte schlafen total ein. Mit der Zeit hat man Jagd und dann ist man alleine. Die Fahrt geht weiter. Begleiten Sie Hardy, Kai und Erich auch nächsten Sonntag in der ZDF-Reportage. Die Tacker Teil 2. Schwere Last auf Achse. Nach Hause schaffe. Ansonsten glaube ich, habe ich ein ganz schönes Problem mit meiner zukünftigen Frau und kann das gleich wieder abblasen. Also gegen die Uhr wie immer, aber verschärft mit einem Hochzeitstermin im Nacken. Und dann geht der Ärger los. Nichts mehr mit fließendem Verkehr, jetzt stockt es. Dann Blaulicht und Sirenen, es hat wieder mal gekracht. Später erfährt er aus dem Radio, dass es ein Auffahrunfall war. Mit Toten. Kai ist trotz seiner 20 Jahre auf dem Bock kein abgebrühter Zyniker. Er grübelt über die Ursachen. Nach so einem Unfall schnell zur Tagesordnung zurück, geht nicht für ihn. Die meisten Unfälle passieren nach wie vor durch zu viel Technik im Lkw.
Wenn du mal so manche Leute beobachtest beim Fahren, da wird am Laptop gespielt oder Handy, ganz große Sache, Smartphone. Da werden Sachen während der Fahrt bestellt und in irgendwelchen Sachen gegoogelt. Das lenkt ab. Ich sag mal, wenn du denn so einen Stau in der hast und guckst mal kurz auf Handy, das sind Sekunden, aber dann kann es auch schon passiert sein. Eine Recyclinganlage in der Nähe von Dortmund. Eine Stunde nach Betriebsschluss. Erich Altmüller ist immer in Zeitnot, immer unter Druck. Er ist sogenannter Termintracker. Er bekommt oft erst beim Abladen den neuen Auftrag samt Adresse des nächsten Kunden und Liefertermin. Seine Disponenten wissen nicht, ob es Baustellen und Unfälle gibt. Er muss darauf hoffen, dass jemand Erbarmen mit ihm hat und, wie jetzt, auch nach Betriebsschluss noch ablädt. Sonst muss er vor der Einfahrt übernachten und verliert Zeit. So. Der Hochstapler wartet schon. Komm, komm. Willst Feierabend machen, ne? Ja. Aber schön, dass du noch ablädst. Ich bedanke mich bei dir. Ich hatte heute Morgen wie lange im Stau gestanden. Dann habe ich in Bekum fast 2 Stunden gestanden. Seine Ladung riecht beißend und vergoren. Mehr als 20 Tonnen leere Saft- und Softdrinkflaschen sind es diesmal. Erich freut sich über den hilfsbereiten Lagerarbeiter. Er liegt auch so schon hinter seinem Plan. Erich fährt hauptsächlich Druckpapier. Sein nächster Job, blütenweißes Papier aufladen in Hagen. Bis dahin muss er noch richtig schrubben. Das muss ich jetzt alles sauber machen, weil Papierrolle, die werden ja bedruckt, ne? Das muss absolut sauber sein. Laut Plan sollte er die Papierrollen aus Hagen bereits auf dem LKW haben. Das schafft er heute nicht mehr. Dort ist längst Feierabend. Dafür darf er in der Recyclingfirma duschen. Keine Selbstverständlichkeit. Schön, ne? Das ist sauber, appetitlich, sagen wir mal. Ne? Sind viele Fahrer selbst dran schuld. Ne? Weil wenn ich was sauber antreffe, und dann verlasse ich das auch sauber. Und wenn das stimmt, dann stimmt es auch mit den Firmen. Die gestatten das dann. Nach 12 Stunden Autobahn hinter dem Steuer seines 40-Tonners und mehreren Be- und Entladungen freut er sich auf die Erfrischung unter der Dusche. Diesen Genuss bekommt er höchstens einmal die Woche. Erich will morgen früh der Erste an der Rampe sein, also heute Abend noch ab Richtung Hagen. Seine Verspätungen resultieren meist aus Fehlern von anderen. Unfälle, Staus, Chaos in Industrielagern kosten ihm nur zu oft das ganze Wochenende. Das muss er dann allein absitzen. Irgendwo im Nirgendwo. Und das mit 64 Jahren. Ich kann mich da nie mit abfinden, dass meine Familie Not leiden muss, nur weil irgendein Lagerist oder irgendeine Firma die Ware nicht fertig hat. Oder die Ware verweigert. Oder ein Unfall ist. Oder irgendwas durch äußere Einflüsse, für die ich nichts kann. Und dann muss ich Freitag nachmittags meine Frau anrufen und muss sagen, hör mal, blas die Familienfeier am Wochenende ab, ich komme nicht nach Hause. Wie auf Bestellung, das nächste Hindernis. Ja, da liegt was mitten auf der Fahrbahn. Das fehlt jetzt gerade noch. Das sind so die unvorhergesehenen Dinge. Das nervt einfach. Die Fetzen eines geplatzten LKW-Reifens verstreut, quer über alle Spuren. Und wenn dann sowas freitags passiert und die Zeit ist schon fast am Limit, dann heißt es Wochenende irgendwo auf einem Parkplatz. Und weil er jetzt eh keinen freien Rastplatz mehr findet, fährt er auf einen Autohof. Das macht er selten, weil er dafür bezahlen muss. Mir ist das eigentlich viel zu teuer, die Parkerei. Das sind manchmal bis zu 10 Euro für die Nacht. Die Lenkzeit ist abgelaufen. 14 Stunden am Steuer, seit 18 Stunden auf den Beinen. Und morgen wartet wieder ein langer, harter Tag auf ihn. Hagen, Bielefeld und dann wahrscheinlich noch nach Belgien. Fahr mal vor. Wenn die einen in die Koje gehen, dann legen die richtigen Kolosse los. Schwerlaster transportieren übergewichtige und sperrige Güter, oft haarscharf und millimetergenau. Immer mit Begleitern, die von hinten wachen. Eine Kunst, diese Kolosse zu manövrieren. Das ist alles komplett frei. Alter, leck mir am Arsch.
Hardy Faber hat sich aus der Parkbucht gequält. Da meldet sich schon das nächste Problem. Thomas, hängt bei mir irgendwo eine Bremse oder so? Siehst du irgendwie einen Reifen? Oder schwarze Striche? Das wäre auch hier nicht schlecht, meint Kai. Behinderungen werden noch voraussichtlich bis 16 Uhr andauern. Das ist total von aus. Du setzt dir ein Ziel und dann stehst du hier und nichts läuft. Und nachher bist du wieder nur am Rotieren, dass das einigermaßen passt heute. 20 Kilometer Stau sind es inzwischen. Das geht an die Nerven. Erich ist schon seit 4 Uhr unterwegs. Er hat in Bielefeld abgeladen und den ersten Stau hinter sich. Eine Stunde zusätzlicher Zeitverlust. Nächste Station Ostende in Belgien. 16 Uhr abladen, sonst verliert er einen halben Tag. Ich brauche das. Ich brauch das Kribbeln. Das muss immer knapp sein bei mir. Muss immer auf den letzten Drücker sein. Jetzt, das ist natürlich, jeder Stau ist auch Stress, ne? Mit der Kleine jetzt, Blinker raus, bums ist er vor mir, der Nächste kommt gleich wieder, Achtung, bumm. Der bremst jetzt, bumm. Kleine Unachtsamkeit, fahre ich mich nur drauf. Und dann kriegt er sein Nervenkribbeln. Zähfließender Verkehr, Unfall mit einem Motorrad und einem Kleintransporter. Erich sitzt seit über 40 Jahren hinter dem Lenkrad. Er ist weise geworden. Das Schlimme ist ja, wenn du so im Zeitdruck bist, ne, dann hast du ja das subjektive Empfinden, dass alles gegen dich ist. Ne? Da ist die Ampel ist doppelt so lang rot wie normal. Oder es gehen die Schranken zu. Oder es fährt einer vor dir her, der macht langsam. Der macht aber nicht langsam. Du hast nur das Empfinden. Dann lässt der Autobahnpsychologe Erich die Widrigkeiten der deutschen Straßen hinter sich. 3 Stunden Verspätung sind aufgelaufen. Er hat Angst, beim Kunden im belgischen Ostende erst nach Betriebsschluss anzukommen und nicht mehr abladen zu können. Dann, 2 Stunden später, ein echter Stresstest. Erich, der erfahrene Trucker, ratlos. Seine beiden Navigationsgeräte bringen ihn vor Ostende an den Rand des Wahnsinns. Jetzt soll ich wenden. Ich spreche zusammen, du. Ich hasse diese verfluchte Navi. Jetzt guck dir das an. Jetzt fahren wir wieder zum nächsten Kreisverkehr. Jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Was sagt denn das eigentlich? Das eine sagt links, das andere rechts abbiegen. Okay, jetzt höre ich auf den. Erich hat sich entschieden für den Mann mit der tiefen Stimme. Halt's Maul! Erich glaubt jetzt an gar nichts mehr. Jetzt sucht er menschliche Hilfe. Doch auch die Freunde und Helfer wissen diesmal nichts Genaues. Erich ist genervt. Die Zeit läuft ihm wieder weg. Er muss auf die Navis hören. Aber die streiten noch. Der sagt jetzt rechts ab und der sagt links ab. Das muss aber hier in der Nähe sein. Jetzt soll er rechts abbiegen. Kai Jakob ist Lkw-Fahrer. Trucker seit 20 Jahren. Er transportiert Autos in die ganze Republik. Immer gegen die Uhr, unter der Woche getrennt von Frau und Kindern. Aus den Kapitänen der Landstraße wurden die Gehetzten der Autobahn. Kai träumt vom Familienleben, aber er liebt auch seinen Lkw. Also erstmal ohne Blödsinn und Quatsch. Das ist ja so ein Lkw, kennt ja mehr persönliche Momente von mir selber wie meine Familie oder meine Frau oder irgendwelche Bekannten. Wa? Ich verbringe da über jeden Tag 15 Stunden und dann schlafe ich nochmal 9 Stunden da drin. Also manche Sachen hätte der auch ja nicht sehen wollen, glaube ich, aber wir haben schon ein persönliches Verhältnis. Der wird auch montags über Armaturmutti streichelt und Freitag will ich ihn hinstelle zum Wochenende. Wird er nochmal gestreichelt. 2,5 Millionen Lkw sind in Deutschland zugelassen. Nochmal so viele kommen aus dem Ausland. Lkw verstopfen Rastplätze, nerven Pkw-Fahrer auf der Autobahn. Wir brauchen sie und wir verfluchen sie. Zeit, die Fahrer richtig kennenzulernen. Kein guter Montag für Kai. Er muss seinen geliebten Untersatz in der Spedition stehen lassen. Die Bremsen werden neu belegt. Kai steigt um auf den Transporter eines Kollegen. Seine persönlichen Sachen nimmt er mit. Ohne die geht gar nichts. So. Was überhaupt nicht vergessen werden darf, sind die Kuscheltiere. Eine Tochter, zweite Tochter, Frau. Die müssen immer dabei sein, sonst krieg Ärger. So hat man wenigstens ein bisschen immer, naja, ich will nicht sagen, das Gefühl, dass die dabei sind, aber man denkt eben dran. Spätestens beim Ab- und Anräumen vom Bett. Kais Touren beginnen oder enden fast immer hier. Bremerhaven ist der größte Autoumschlagplatz Europas. Mehr als 2 Millionen Pkw werden hier jährlich verschifft oder angelandet.
Kai kennt sich aus mit den edlen und den einfachen Karossen. Egal, ob sie links oder rechts gelenkt werden, ob sie Sechsganggetriebe oder Automatik haben, Kai ist bekannt für seine Ladekünste. Aber er muss verdammt aufpassen. Sonst kann es teuer werden. Also ganz schlimm sind die Automatikmodelle, weil wenn die Automatik kalt ist, dann reagiert die nicht so, als wenn die jetzt normal warm ist. Also die läuft nicht fließend, sondern die hat schon mal so Luftloch. Und das kann passieren, wenn du am Fahren bist, musst anhalten, trittst auf Gas, kommt erst gar nichts und dann kommt sie richtig. Da muss natürlich im richtigen Moment auch mit dem Fuß auf der Bremse sein. Ne? Immer ein bisschen heikel, aber... Wenn was schief geht, wer zahlt? Versicherung. Immer wieder montags gibt er Gummi. Heute etwas mehr, weil er schon im Verzug ist und weil diese Woche eine ganz besondere ist. Ja, in der Woche ist eigentlich das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Das ist ja eigentlich schön, aber Freitag ist ja nun die Hochzeit von mir und meiner Frau. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir das Alter ein bisschen hinbiegen. Wir sind ziemlich spät in Bremerhaven weggekommen. Ja, nun müssen wir natürlich, oder beziehungsweise muss ich ein bisschen krachen lassen. Da hätte doch Freitag pünktlich. Nee, weil ich auf Wunsch mal was gerochen, aber das war wahrscheinlich die Bremse gewesen. Aber keine Striche, nichts hier. Gar nichts. Kannst du mal ein Stück links fahren? Ja, ich fahr mal links. Nee, ist gar nichts, alles gut. Weil ich habe hier massiven Druckluftverlust, ja, wisst ihr. Hardy hat Glück, die Anzeige ist defekt, nicht die Bremse. Eine Stunde später wird er aber jäh gestoppt. In einer engen Autobahnbaustelle ist einem Kollegen der Reifen geplatzt. Die normalen Lkw kommen vorbei, aber nicht Hardy mit seiner Überbreite von 3,60 Meter. Geduldsprobe. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, wenn es jetzt mal so ist, ist es so. Dann warten wir die Sache ab und dann ist gut. Hardy leicht genervt im Wartemodus. Dem Lkw vor ihm hat es den geplatzten Reifen um die Achse gewickelt. Ein Servicemann ist gekommen, aber auch der braucht Stunden, um das Gefährt wieder gängig zu kriegen. Hardy wird unruhig. Wenn ich stehen bleiben würde oder so, anders ich ein Problem habe mit dem Reifen, okay, ich könnte mir selber helfen. Würde nicht so lange dauern wie bei den Kollegen da vorne. Auch zwei Stunden später sind die Reifenreste noch nicht von der Felge. Eine Stunde fahren, zweieinhalb stehen. Hardy kennt das. Er fährt seit 20 Jahren durch die Nacht. Über das Wort Biorhythmus kann er nur lachen. Seine Familie sieht er zu selten, aber er will keinen anderen Job. Die Arbeit macht schon Spaß und ist so interessant. Aber das ist eben halt nicht jedermanns Sache. Wird das auch nicht sein. Zum Beispiel, ich könnte auch nicht den ganzen Tag in der Backstube stehen. Oder ich könnte auch nicht den ganzen Tag an der Pfeilbank stehen oder an der Drehmaschine stehen. Könnte ich nicht. Jeder soll das machen, für was er eben halt Interesse hat. Das sollte eben halt wichtig sein. Nein, Hardy braucht das Gefühl, raus und weg zu sein. Irgendwo unterwegs, immer auf Achse. Monotonie auf der Autobahn. In solchen Momenten hat sich Kai, der Autotransporter, früher immer den Kopf zermartert. Er, der nie lange zu Hause ist, leidet unter Eifersucht. Sein ständiges Misstrauen hat ihn verzweifeln lassen an seinen Ehen und Beziehungen. Mit Cindy, seiner zukünftigen Frau, will er vieles anders machen. Ich bin schon eifersüchtig. Ich mache das aber nicht mehr so wie früher, ich zeige das nicht mehr. Weil irgendwann habe ich mal gelernt, wenn du das zeigst und du gehst auf das Thema immer wieder ein, du kannst das ja sowieso nicht ändern. Wenn jemand was machen will, macht das ja eh. So, das ist ja schon mal Fakt. Aber ich bin schon eifersüchtig und ich habe auch schon Angst, sie zu verlieren. Ja, keine Frage. Achtung, Gefahrenstelle! Dann Überraschung, die Baustelle redet mit ihm. Achtung, Gefahrenstelle! Über seine Funkfrequenz. Schilder. Die Schilder reden mit euch? Wie? Ja, da wird von den Schildern gesendet. Das ist einfach nur, da sind wir wieder bei der Übermüdung. Falls da irgendjemand übermüdet an die Pflaster kommt und die Ohren zu hat, weil dann wird er durch das grelle Geräusch eventuell noch mal geweckt, dass er da hinten hier auffährt. Tracker knallen ungebremst ins Stauende. Eine der häufigsten Unfallursachen, Sekundenschlaf. So ein virtueller Gefahrenbossenjux. Das war Service am Kunden. Und jetzt aber zackig. Lea darf er auch tagsüber fahren, 70 Kilometer weiter in den Hafen von Bracke. Dort warten sperrige Teile für Windkraftanlagen. Erich konnte zwar abladen, aber nicht weiterfahren. Seine Lenkzeit ist überschritten. Sein halbes Leben fährt er schon in diese Gegend, schläft fast immer im Industriegebiet von Ostende. Das Meer hier hat er noch nie gesehen. Das versöhnt sich. Der Versöhnte wird man versöhnt bei dem Anblick. Wenn man jetzt noch eine Badehose hätte und eine Sonnenbrille. Ins Wasser gehen und baden käme Erich nie in den Sinn. Das gehört einfach nicht in seinen Arbeitsalltag. Ein bisschen scheu und mit gemischten Gefühlen traut er sich unter die Urlauber. Muscheln, das ist was Besonderes für den Tracker. Geschenke von unterwegs, die ich meiner Frau mitbringe, die freut sich wie ein kleines Kind, wenn ich. Das hat keinen Wert, hat symbolischen Wert, dass ich an sie denke.
wenn ich unterwegs bin. Ich werde jetzt langsam sentimental. Also das, man denkt halt immer an seine Leute zu Hause, wenn man so lange weg ist. Und ist schon, ist schön. Trotzdem ist es hässlich, das Ganze. Wenn man Heimweh hat oder wenn man an die Frau denken muss, an die Kinder und zu Hause. Und jedenfalls wird sich meine Frau freuen. Wenn er es denn tatsächlich schafft, am Wochenende nach Hause zu kommen. Ja. Kai ist auch heute wieder Stauopfer. Diesmal lagen gleich zwei Lkw stundenlang quer auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg. Kai ist seit 14 Stunden auf der Piste. Er ist müde und braucht dringend einen Parkplatz. Übermüdung und der berüchtigte Sekundenschlaf sind die häufigsten Unfallursachen. Sekundenschlaf habe ich auch schon mal gehabt. Also wer mir da erzählt, dass er das noch nie hatte, der lügt, ohne rot zu werden. Hundertprozentig. Also ich wüsste keinen, dem das noch nicht passiert ist. Zum Glück war es bloß eine Sekunde gewesen. Aber das, ich glaube, das haben wir alle schon gehabt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Also im Zweifelsfall würde ich jetzt schon mal sagen, ganz schlecht. Hier vorne steht schon Schwerlast. Boah, jetzt sieht's aber eng, hey. Ja. Passt du da durch? Wir probieren's. Mehr als stecken bleiben können wir nicht mehr. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Auch der dritte Versuch schlägt fehl. Kai hat schon handfeste Auseinandersetzungen um Parkplätze erlebt. Der eine wollte wohl von hinten rinnen, der andere hat von vorne rückwärts reingeschoben. Ja, die sind da richtig in der Schlägerei geraten, deswegen. Also wenn es dann so weit ist, fahre ich lieber weiter. Das muss ich auch nicht haben. Aber es ist schon Wahnsinn, wie weit der Rest. Er beschließt jetzt, doch die 10 Euro für einen privaten Autohof auszugeben. Geiselwind. Der größte Autohof Europas zwischen Nürnberg und Würzburg. Mehr als 600 Lkw passen hier drauf. Aber es gibt Tage, da ist selbst dieser Platz randvoll. Und so einen scheint Kai erwischt zu haben. Er kann es kaum glauben, ist stinksauer. Da er den Platzwart gut kennt, versucht er mit seinem Moped eine Lücke für Kais Trakt zu finden. Am Ende bleibt ihm nur die Zufahrt. Aber ihm ist jetzt alles egal. Er ist fertig, hat die Schnauze voll, nicht mal mehr Lust auf ein Schwätzchen mit dem Platzwart, seinem alten Kumpel. So, nach so einem Tag wie heute habe ich noch nicht mal mehr Bock, irgendwie was essen zu gehen oder sonst irgendwas. Für mich ist das Thema heute einfach durch. 3,5 Stunden Stau, die ganze Laderei, denn ach, irgendwie macht mir heute alles so fertig, das ist, weiß ich auch nicht. Essen ist nicht mehr, trinken ich auch nicht mehr. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend, ich bin nur noch in meinem Bett und Schluss für heute. Schlimm für ihn. Er ist jetzt schon einen halben Tag im Verzug, 750 Kilometer entfernt von zu Hause. Es wird ganz eng werden mit dem Termin auf dem Standesamt. Sehen Sie nächsten Sonntag, Kai gibt alles im Rennen um seine Hochzeit. Er hat viele Hürden zu nehmen. Zu dem Stress kommen auch noch quälende Rückenschmerzen. Also im Großen und Ganzen lebe ich endlich mit den Schmerzen. In Essen droht dann die ganz große Katastrophe. Ein Fehler in der Logistik. Problem? Ja, jetzt können wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr abladen, weil der Platz hier voll ist. Auch bei Erich nimmt der Druck zu. Er kämpft um sein Wochenende. Das ist die Rechnerei wieder im Kopf, ob das überhaupt hinhaut, ob das passt. Wieder Probleme beim Abladen. Dann bin ich pünktlich hier und dann warten. Er berichtet vom Dieseldiebstählen. Dann brechen die den Tank auf und saugen den Tank leer. Also ganz ehrlich, ich habe nichts gemerkt. Sein letzter Auftrag stürzt ihn ins Unglück. Hardy gerät in schlechte Gesellschaft. So leben wir. Zusammen mit den Ratten. Der Schwerlasttransporter steht jede Nacht vor neuen Herausforderungen. Diesmal wird es ernst. Ich habe nur mit Kühlwasserverlust. Harte Männer, plötzlich ganz weich. Die sozialen Kontakte schlafen total ein. Mit der Zeit hat man Jagd und dann ist man alleine. Die Fahrt geht weiter. Begleiten Sie Hardy, Kai und Erich auch nächsten Sonntag in der ZDF-Reportage. Die Tacker Teil 2, schwere Last auf Achse. Nach Hause schaffen. Ansonsten glaube ich, habe ich ein ganz schönes Problem mit meiner zukünftigen Frau und kann dann gleich wieder abblasen. Also gegen die Uhr wie immer, aber verschärft mit einem Hochzeitstermin im Nacken. Und dann geht der Ärger los. Nichts mehr mit fließendem Verkehr, jetzt stockt es. Dann Blaulicht und Sirenen, es hat wieder mal gekracht. Später erfährt er aus dem Radio, dass es ein Auffahrunfall war. Fahr mal vor,
Wenn die einen in die Koje gehen, dann legen die richtigen Kolosse los. Schwerlaster transportieren übergewichtige und sperrige Güter, oft haarscharf und millimetergenau. Immer mit Begleitern, die von hinten wachen. Eine Kunst, diese Kolosse zu manövrieren. Alter, leck mir doch mal. Hardy Faber hat sich aus der Parkbucht gequält. Da meldet sich schon das nächste Problem. Thomas, hängt bei mir irgendwo eine Bremse oder so? Siehst du irgendwie einen Reifen? Oder schwarze Striche? Nee, weil ich auf Wunsch mal was gerochen habe, das war wahrscheinlich eine Bremse gewesen. Aber keine Striche, nichts mehr. Gar nichts. Kannst du mal ein Stück links fahren? Ja, fahr mal links. Nee, ist gar nichts, alles gut. Weil ich habe hier massiven Druckluftverlust, ja, wisst ihr? Hardy hat Glück, die Anzeige ist defekt, nicht die Bremse. Eine Stunde später wird er aber jäh gestoppt. In einer engen Autobahnbaustelle ist einem Kollegen der Reifen geplatzt. Die normalen Lkw kommen vorbei, aber nicht Hardy mit seiner Überbreite von 3,60 Meter. Geduldsprobe. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, wenn das jetzt mal so ist. Ist es so. Dann warten wir die Sache ab und dann ist gut. Hardy leicht genervt im Wartemodus. Dem Lkw vor ihm hat es den geplatzten Reifen um die Achse gewickelt. Ein Servicemann ist gekommen, aber auch der braucht Stunden, um das Gefährt wieder gängig zu kriegen. Hardy wird unruhig. Wenn ich stehen bleiben würde oder so, anders ich ein Problem habe mit einem Reifen, okay, ihr könnt mir selber helfen. Das würde nicht so lange dauern wie bei den Kollegen da vorne. Auch zwei Stunden später sind die Reifenreste noch nicht von der Felge. Eine Stunde fahren, zweieinhalb stehen. Hardy kennt das. Er fährt seit 20 Jahren durch die Nacht. Über das Wort Biorhythmus kann er nur lachen. Seine Familie sieht er zu selten, aber er will keinen anderen Job. Die Arbeit macht schon Spaß und ist auch interessant. Aber das ist eben halt nicht jedermanns Sache. Wird das auch nicht sein. Zum Beispiel, ihr könnt auch nicht den ganzen Tag in der Backstube stehen. Oder ihr könnt auch nicht den ganzen Tag an der Pfeilbank stehen oder an der Drehmaschine stehen. Könnt ihr nicht. Jeder soll das machen, für was er eben halt Interesse hat. Das sollte eben halt wichtig sein. Nein, Hardy braucht das Gefühl, raus und weg zu sein. Irgendwo unterwegs, immer auf Achse. Monotonie auf der Autobahn. In solchen Momenten hat sich Kai, der Autotransporter, früher immer den Kopf zermartert. Er, der nie lange zu Hause ist, leidet unter Eifersucht. Sein ständiges Misstrauen hat ihn verzweifeln lassen an seinen Ehen und Beziehungen. Mit Cindy, seiner zukünftigen Frau, will er vieles anders machen. Ich bin schon eifersüchtig. Ich mache es aber nicht mehr so wie früher, ich zeige es nicht mehr. Weil irgendwann habe ich mal gelernt, wenn du das zeigst und du gehst auf das Thema immer wieder ein, du kannst es ja sowieso nicht ändern. Wenn jemand was machen will, macht das ja eh. So, das ist ja schon mal Fakt. Aber ich bin schon eifersüchtig und ich habe auch schon Angst, sie zu verlieren. Ja, keine Frage. Achtung, Gefahrenstelle. Das Ganze, wenn man Heimweh hat oder wenn man an die Frau denken muss, an die Kinder zu Hause. Und jedenfalls wird sich meine Frau freuen. Wenn er es denn tatsächlich schafft, am Wochenende nach Hause zu kommen. Ja. Kai ist auch heute wieder Stauopfer. Diesmal lagen gleich zwei Lkw stundenlang quer auf der Autobahn zwischen München und Nürnberg. Kai ist seit 14 Stunden auf der Piste. Er ist müde und braucht dringend einen Parkplatz. Übermüdung und der berüchtigte Sekundenschlaf sind die häufigsten Unfallursachen. Sekundenschlaf habe ich auch schon mal gehabt. Also wer mir da erzählt, dass er das noch nie hatte, der lügt, ohne rot zu werden. Hundertprozentig. Also ich wüsste keinen, dem das noch nicht passiert ist. Zum Glück war es bloß eine Sekunde gewesen. Aber das, ich glaube, das haben wir alle schon gehabt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Also im Zweifelsfall würde ich jetzt schon mal sagen, ganz schlecht. Hier vorne steht schon Schwerlast. Boah, jetzt sieht's aber eng, ey. Ja. Passt du da durch? Wir probieren's. Mehr als stecken bleiben können wir nicht mehr. Aber wenn wir stecken bleiben, haben wir gleich einen Parkplatz. Auch der dritte Versuch schlägt fehl. Kai hat schon handfeste Auseinandersetzungen um Parkplätze erlebt. Der eine wollte wohl von hinten rinnen, der andere hat von vorne rückwärts rinnen geschoben. Ja, die sind da richtig in der Schlägerei geraten, deswegen. Also wenn es dann so weit ist, fahre ich lieber weiter, das muss ich auch nicht haben. Aber es ist schon Wahnsinn, wie weit es geht, um einfach bloß eine Schlafstelle zu kriegen. Was? Alter. Kurz darauf der nächste Schock. Kühlzug komplett auf der Seite gelegt. Dieser Unfall des Kühlzugs voller Fisch gibt Kai den Rest. Er beschließt jetzt, doch die 10 Euro für einen privaten Autohof auszugeben. Geiselwind, der größte Autohof Europas zwischen Nürnberg und Würzburg.
Mehr als 600 Lkw passen hier drauf. Aber es gibt Tage, da ist selbst dieser Platz randvoll. Und so einen scheint Kai erwischt zu haben. Er kann es kaum glauben, ist stinksauer. Da er den Platzwart gut kennt, versucht er mit seinem Moped eine Lücke für Kais Truck zu finden. Am Ende bleibt ihm nur die Zufahrt. Aber ihm ist jetzt alles egal. Er ist fertig, hat die Schnauze voll, nicht mal mehr Lust auf ein Schwätzchen mit dem Platzwart, seinem alten Kumpel. So, nach so einem Tag wie heute habe ich noch nicht mal mehr Bock, irgendwie was essen zu gehen oder sonst irgendwas. Für mich ist das Thema heute einfach durch. 3,5 Stunden Stau, die ganze Laderei, denn ach, irgendwie macht mir heute alles so fertig, das ist, weiß ich auch nicht. Essen ist nicht mehr, trinken geht auch nicht mehr. Jetzt ist einfach nur noch Feierabend, ich bin nur noch in meinem Bett und Schluss für heute. Schlimm für ihn. Er ist jetzt schon einen halben Tag im Verzug, 750 Kilometer entfernt von zu Hause. Es wird ganz eng werden mit dem Termin auf dem Standesamt. Muss immer knapp sein bei mir. Muss immer auf den letzten Drücker sein. Jetzt ist es natürlich, jeder Stau ist auch Stress. Ne? Wie der Kleine jetzt, Blinker raus, bums ist er vor mir, der Nächste kommt gleich wieder. Achtung, bumm. Der bremst jetzt, bumm. Kleine Unachtsamkeit, fahre ich mich nicht drauf. Und dann kriegt er sein Nervenkribbeln. Zähfließender Verkehr, Unfall mit einem Motorrad und einem Kleintransporter. Erich sitzt seit über 40 Jahren hinter dem Lenkrad. Er ist weise geworden. Das Schlimme ist ja, wenn du so im Zeitdruck bist, ne, dann hast du ja das subjektive Empfinden, dass alles gegen dich ist. Ne? Da ist die Ampel ist doppelt so lang rot wie normal. Oder es gehen die Schranken zu, oder es fährt einer vor dir her, der macht langsam, der macht aber nicht langsam, du hast nur das Empfinden. Dann lässt der Autobahnpsychologe Erich die Widrigkeiten der deutschen Straßen hinter sich. 3 Stunden Verspätung sind aufgelaufen. Er hat Angst, beim Kunden im belgischen Ostende erst nach Betriebsschluss anzukommen und nicht mehr abladen zu können. Dann, 2 Stunden später, ein echter Stresstest. Erich, der erfahrene Trucker, ratlos. Seine beiden Navigationsgeräte bringen ihn vor Ostende an den Rand des Wahnsinns. Jetzt soll ich wenden. Ich brech zusammen, du. Ich hasse diese verfluchte Navi. Jetzt guck dir das an. Jetzt fahren wir wieder zum nächsten Kreisverkehr. Jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Was sagt denn das eigentlich? Das eine sagt links, das andere rechts abbiegen. Okay, jetzt höre ich auf den. Erich hat sich entschieden für den Mann mit der tiefen Stimme. Halt's Maul! Erich glaubt jetzt an gar nichts mehr. Jetzt sucht er menschliche Hilfe. Doch auch die Freunde und Helfer wissen diesmal nichts Genaues. Erich ist genervt. Die Zeit läuft ihm wieder weg. Er muss auf die Navis hören. Aber die streiten noch. Der sagt jetzt rechts ab und der sagt links ab. Das muss aber hier in der Nähe sein. Das. Jetzt soll er rechts abbiegen. Halt die Klappe, wo soll ich denn da hin? Erich fährt einfach weiter, voller hilfloser Wut. Da immer ist sie, die Firma. Die Grüne. Mein LKW größer wie die ganze Firma. Am Ende gewinnt er den Kampf gegen die Navis. Mit 3 Stunden Verspätung. Doch zu seiner Freude taucht noch ein junger Lagerist auf und lädt die Druckpapiere ab. Die Anspannung durch den ganzen Mist jetzt hier. Das Navi hat mich ja auch wieder verkehrt geschickt. Ne? Und der Druck und der ganze, es ist jetzt alles weg. Ich werd leer. Ne? Zwischen Bamberg und Erlangen geht nichts mehr. Seit Stunden. Kai ist nicht eben zart beseitet, aber heute deprimiert ihn sein Job. Über den Verkehrsfunk hat er mitbekommen, dass die Stauursache wieder ein LKW-Unfall ist. Der Verkehr nimmt zu und damit auch die Unfälle. Was überhaupt nicht vergessen werden darf, sind die Kuscheltiere. Eine Tochter, zweite Tochter, Frau. Die müssen immer dabei sein, sonst krieg Ärger. So hat man wenigstens ein bisschen immer, naja, ich will nicht sagen, das Gefühl, dass die dabei sind, aber man denkt eben dran. Spätestens beim Ab- und Anräumen vom Bett. Kreistouren beginnen oder enden fast immer hier. Bremerhaven ist der größte Autoumschlagplatz Europas. Mehr als 2 Millionen Pkw werden hier jährlich verschifft oder angelandet. Kai kennt sich aus mit den edlen und den einfachen Karossen. Egal, ob sie links oder rechts gelenkt werden, ob sie Sechsganggetriebe oder Automatik haben. Kai ist bekannt für seine Ladekünste. Aber er muss verdammt aufpassen. Sonst kann es teuer werden. Also ganz schlimm sind die Automatikmodelle, weil wenn die Automatik kalt ist, dann reagiert die nicht so, als wenn die jetzt normal warm ist. Also die läuft nicht fließend, sondern die hat schon mal so Luftloch. Und das kann passieren, wenn du am Fahren bist, musst anhalten, trittst auf Gas, kommt erst gar nichts und dann kommt sie richtig. Da musst du natürlich im richtigen Moment auch mit dem Fuß auf der Bremse sein. Ne? Immer ein bisschen heikel, aber
Und wenn was schief geht, wer zahlt? Versicherung. Immer wieder montags gibt er Gummi. Heute etwas mehr, weil er schon im Verzug ist und weil diese Woche eine ganz besondere ist. Ja, in der Woche ist eigentlich das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Das ist ja eigentlich schön, aber Freitag ist ja nun die Hochzeit von mir und meiner Frau. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir das Alter ein bisschen hinbiegen. Wir sind ziemlich spät in Bremerhaven weggekommen. Ja, nun müssen wir natürlich, oder beziehungsweise muss ich ein bisschen krachen lassen. Da hätte doch Freitag pünktlich. Nee, weil ich auch vorhin schon mal was gebrochen habe. Das war wahrscheinlich die Bremse gewesen. Aber keine Striche, nichts hier. Gar nichts. Kannst du mal ein Stück links fahren? Ja, fahr mal links. Nee, ist gar nichts, alles gut. Weil ich habe hier massiven Druckluftverlust, ja, wisst ihr. Hardy hat Glück, die Anzeige ist defekt, nicht die Bremse. Eine Stunde später wird er aber jäh gestoppt. In einer engen Autobahnbaustelle ist einem Kollegen der Reifen geplatzt. Die normalen Lkw kommen vorbei, aber nicht Hardy mit seiner Überbreite von 3,60 Meter. Geduldsprobe. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, wenn es jetzt mal so ist, ist es so. Dann warten wir die Sache ab und dann ist gut. Hardy leicht genervt im Wartemodus. Dem Lkw vor ihm hat es den geplatzten Reifen um die Achse gewickelt. Ein Servicemann ist gekommen, aber auch der braucht Stunden, um das Gefährt wieder gängig zu kriegen. Hardy wird unruhig. Wenn ich stehen bleiben würde oder so, anders ich ein Problem habe mit dem Reifen, okay, ihr könnt mir selber helfen. Würde nicht so lange dauern wie bei den Kollegen da vorne. Auch zwei Stunden später sind die Reifenreste noch nicht von der Felge. Eine Stunde fahren, zweieinhalb stehen. Hardy kennt das. Er fährt seit 20 Jahren durch die Nacht. Über das Wort Biorhythmus kann er nur lachen. Seine Familie sieht er zu selten, aber er will keinen anderen Job. Die Arbeit macht schon Spaß und ist auch interessant. Aber das ist eben halt nicht jedermanns Sache. Wird das auch nicht sein. Zum Beispiel, ich könnte auch nicht den ganzen Tag in der Backstube stehen. Oder ich könnte auch... 20 Kilometer Stau sind es inzwischen. Das geht an die Nerven. Erich ist schon seit 4 Uhr unterwegs. Er hat in Bielefeld abgeladen und den ersten Stau hinter sich. Eine Stunde zusätzlicher Zeitverlust. Nächste Station Ostende in Belgien. 16 Uhr abladen, sonst verliert er einen halben Tag. Ich brauche das. Ich brauch das Kribbeln. Das muss immer knapp sein bei mir. Muss immer auf den letzten Drücker sein. Jetzt ist es natürlich, jeder Stau ist auch Stress. Ne? Mit der Kleine jetzt Blinker raus, bums ist er vor mir, der nächste kommt gleich wieder. Achtung, bumm. Der bremst jetzt, bumm. Kleine Unachtsamkeit, fahr ich mich nicht drauf. Und dann kriegt er sein Nervenkribbeln. Zäh fließender Verkehr, Unfall mit einem Motorrad und einem Kleintransporter. Erich sitzt seit über 40 Jahren hinter dem Lenkrad. Er ist weise geworden. Das Schlimme ist ja, wenn du so im Zeitdruck bist, ne? Dann hast du ja das subjektive Empfinden, dass alles gegen dich ist. Ne? Da ist die Ampel ist doppelt so lang rot wie normal. Oder es gehen die Schranke zu, oder es fährt einer vor dir her, der macht langsam, der macht aber nicht langsam. Du hast nur das Empfinden. Dann lässt der Autobahnpsychologe Erich die Widrigkeiten der deutschen Straßen hinter sich. 3 Stunden Verspätung sind aufgelaufen. Er hat Angst, beim Kunden im belgischen Ostende erst nach Betriebsschluss anzukommen und nicht mehr abladen zu können. Dann, 2 Stunden später, ein echter Stresstest. Erich, der erfahrene Trucker, ratlos. Seine beiden Navigationsgeräte bringen ihn vor Ostende an den Rand des Wahnsinns. Jetzt soll ich wenden. Ich spreche zusammen, du. Ich hasse diese verfluchte Navi. Jetzt guck dir das an. Jetzt fahren wir wieder zum nächsten Kreisverkehr. Jetzt sagt er wieder, bitte wenden. Was sagt denn das eigentlich? Das eine sagt links, das andere rechts abbiegen. Okay, jetzt höre ich auf den. Erich hat sich entschieden für den Mann mit der tiefen Stimme. Halt's Maul! Erich glaubt jetzt an gar nichts mehr. Jetzt sucht er menschliche Hilfe. Doch auch die Freunde und Helfer wissen diesmal nichts Genaues. Erich ist genervt. Die Zeit läuft ihm wieder weg. Er muss auf die Navis hören. Aber die streiten noch. Der sagt jetzt rechts ab und der sagt links ab. Das muss aber hier in der Nähe sein. Das. Jetzt soll er rechts abbiegen. Halt die Klappe, wo soll ich denn da hin? Erich fährt einfach weiter, voller hilfloser Wut. Da immer ist sie, die Firma. Die Grüne. Mein LKW größer wie die ganze Firma. Am Ende gewinnt er den Kampf gegen die Navis. Mit 3 Stunden Verspätung. Doch zu seiner Freude taucht noch ein junger Lagerist auf und lädt die Druckpapiere ab.
Das muss er dann allein absitzen. Irgendwo im Nirgendwo und das mit 64 Jahren. Ich kann mich da nie mit abfinden, dass meine Familie Not leiden muss, nur weil irgendein Lagerist oder irgendeine Firma die Ware nicht fertig hat oder die Ware verweigert oder ein Unfall ist oder irgendwas durch äußere Einflüsse, für die ich nichts kann. Und dann muss ich Freitag nachmittags meine Frau anrufen und muss sagen, hör mal, blas die Familienfeier am Wochenende ab, ich komme nicht nach Hause. Wie auf Bestellung, das nächste Hindernis. Ja, da liegt was mit auf der Fahrbahn. Das fehlt jetzt gerade noch. Das sind so die unvorhergesehenen Dinge. Das nervt einfach. Die Fetzen eines geplatzten LKW-Reifens verstreut, quer über alle Spuren. Und wenn dann sowas freitags passiert und die Zeit ist schon fast am Limit, dann heißt es Wochenende irgendwo auf einem Parkplatz. Und weil er jetzt eh keinen freien Rastplatz mehr findet, fährt er auf einen Autohof. Das macht er selten, weil er dafür bezahlen muss. Mir ist das eigentlich viel zu teuer, die Parkerei. Das sind manchmal bis zu 10 Euro für die Nacht. Die Lenkzeit ist abgelaufen. 14 Stunden am Steuer, seit 18 Stunden auf den Beinen. Und morgen wartet wieder ein langer, harter Tag auf ihn. Hagen, Bielefeld und dann wahrscheinlich noch nach Belgien. Fahr mal vor. Wenn die einen in die Koje gehen, dann legen die richtigen Kolosse los. Schwerlaster transportieren übergewichtige und sperrige Güter, oft haarscharf und millimetergenau. Immer mit Begleitern, die von hinten wachen. Eine Kunst, diese Kolosse zu manövrieren. Alter, leck mir doch mal. Hardy Faber hat sich aus der Parkbucht gequält. Da meldet sich schon das nächste Problem. Thomas, hängt bei mir irgendwo eine Bremse oder so? Siehst du irgendwie einen Reifen? Oder schwarze Striche? Nee, weil ich auch vorhin schon mal was gerochen habe, das war wahrscheinlich eine Bremse gewesen. Aber keine Striche, nichts mehr. Gar nichts. Kannst du mal ein Stück links fahren? Ja, ich fahr mal links. Nee, ist gar nichts, alles gut. Weil ich habe hier massiven Druckluftverlust, hier ist. Hardy hat Glück, die Anzeige ist defekt, nicht die Bremse. Eine Stunde später wird er aber jäh gestoppt. In einer engen Autobahnbaustelle ist einem Kollegen der Reifen geplatzt. Die normalen LKW kommen vorbei, aber nicht Hardy mit seiner Überbreite von 3,60 Meter. Geduldsprobe. Man kann es nicht ändern. Man kann es nicht ändern, wenn es jetzt mal so ist. Ist es so. Dann warten wir die Sache ab und dann ist gut. Die jetzt normal warm ist, also die läuft nicht fließend, sondern die hat schon mal so Luftloch. Und dann kann passieren, wenn du am Fahren bist, musst anhalten, trittst auf Gas, kommt erst gar nichts. Und dann kommt sie richtig. Da muss natürlich im richtigen Moment auch mit dem Fuß auf der Bremse sein. Ne? Immer ein bisschen heikel, aber. Wenn das schief geht, wer zahlt? Versicherung. Immer wieder montags gibt er Gummi. Heute etwas mehr, weil er schon im Verzug ist und weil diese Woche eine ganz besondere ist. Ja, in der Woche ist eigentlich das Schlimmste. Was heißt das Schlimmste? Das ist ja eigentlich schön, aber Freitag ist ja nun die Hochzeit von mir und meiner Frau. So, jetzt müssen wir sehen, wie wir das halt ein bisschen hinbiegen. Wir sind ziemlich spät im Bremerhaven weggekommen. Ja, nun müssen wir natürlich, oder beziehungsweise muss ich ein bisschen krachen lassen, da hätte ich doch Freitag pünktlich nach Hause schaffen. Ansonsten, glaube ich, habe ich ein ganz schönes Problem mit meiner zukünftigen Frau und kann das gleich wieder abblasen. Also gegen die Uhr wie immer, aber verschärft mit einem Hochzeitstermin im Nacken. Und dann geht der Ärger los. Nichts mehr mit fließendem Verkehr, jetzt stockt es. Dann Blaulicht und Sirenen, es hat wieder mal gekracht. Später erfährt er aus dem Radio, dass es ein Auffahrunfall war. Mit Toten. Kai ist trotz seiner 20 Jahre auf dem Bock kein abgebrühter Zyniker. Er grübelt über die Ursachen. Nach so einem Unfall schnell zur Tagesordnung zurück, geht nicht für ihn. Die meisten Unfälle passieren nach wie vor durch zu viel Technik im LKW. Wenn du mal so manche Leute beobachtest beim Fahren, da wird am Laptop gespielt oder Handy, ganz große Sache, Smartphone. Da werden Sachen während der Fahrt bestellt und in irgendwelchen Sachen gegoogelt. Das lenkt ab. Ich sag mal, wenn du denn so einen Stau hast und guckst mal kurz auf Handy, das sind Sekunden, aber dann kann es auch schon passiert sein. Eine Recyclinganlage in der Nähe von Dortmund. Eine Stunde nach Betriebsschluss. Erich Altmüller ist immer in Zeitnot, immer unter Druck. Er ist sogenannter Termintracker. Er bekommt oft erst beim Abladen den neuen Auftrag samt Adresse des nächsten Kunden und Liefertermin. Seine Disponenten wissen nicht, ob es Baustellen und Unfälle gibt.
Er muss darauf hoffen, dass jemand Erbarmen mit ihm hat und, wie jetzt, auch nach Betriebsschluss noch ablädt. Sonst muss er vor der Einfahrt übernachten und verliert Zeit. So. Der Hochstapler wartet schon. Komm, komm. Willst Feierabend machen, ne? Ja. Aber schön, dass du noch ablädst. Ich bedanke mich bei dir. Ich hatte heute Morgen wie lange im Stau gestanden. Dann habe ich in Bekum fast 2 Stunden gestanden. Seine Ladung riecht beißend und vergoren. Mehr als 20 Tonnen leere Saft- und Softdrinkflaschen sind es diesmal. Erich freut sich über den hilfsbereiten Lagerarbeiter. Er liegt auch so schon hinter seinem Plan. Erich fährt hauptsächlich Druckpapier. Sein nächster Job, blütenweißes Papier aufladen in Hagen. Bis dahin muss er noch richtig schrubben. Das muss ich jetzt alles sauber machen, weil Papierrolle